willkommen zu meinem neuen Video und damit willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Coronavirus. Ja, und ich bin auch wieder zurück. Ich habe jetzt die 2 Wochen mal den Urlaub komplett genießen können, habe ein paar meiner Punkte auf meinen To-Do-Listen abarbeiten können und jetzt bin ich wieder zurück und für euch da mit den neuesten News. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich habe da noch was zur einrichtungsbezogenen Allwunderheilmittelpflicht und zwar vom Landkreis Mittelsachsen. Rund 570 Einrichtungen haben dem Gesundheitsamt ca. 3200 Mitarbeiter gemeldet, die nicht gepikst oder genesen sind, sowie keine ärztlichen Attest vorlegen können und damit von der Allwunderheilmittelpflicht betroffen sind. Nach den ausgeräumten Softwareproblemen wurden in den vergangenen Tagen rund 21 Unternehmen angeschrieben. Sie meldeten, dass bei einem Betretungs- oder Tätigkeitsverbot der betroffenen Mitarbeiter die Versorgungssicherheit gefährdet ist. In Folge erhielten 1200 Beschäftigte bereits ein Schreiben, dass ihre Tätigkeit aus Sicht des Gesundheitsamtes weiter uneingeschränkt nachgehen könnten. Ziel des Gesundheitsamtes ist es, alle Fälle zügig zu bearbeiten. Damit sollen die Beschäftigten schnell Sicherheit bekommen. Entscheidend ist für den Landkreis, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir von Anfang an gesagt haben. Wenn Sie die einrichtungsbezogene Allwunderheilmittelpflicht einführen, egal in welchem Bereich, wir haben ja sehr, sehr viele Bereiche mit Knappheit an Personal, aber eben die Pflege ist ein sehr krasser Bereich mit sehr krassem Personalmangel. Ihr seht, die einrichtungsbezogene Allwunderheilmittelpflicht ist wohl scharf, aber Sie können sie gar nicht so umsetzen, wie Sie wollen, weil eben dann die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Auch etwas, was absolut vorhersehbar war. Und wenn wir schon bei der einrichtungsbezogenen Allwunderheilmittelpflicht sind, dann habe ich hier noch einen Artikel vom GEA. Und zwar Pflege-Allwunderheilmittelpflicht laut Tübinger Landrat Behördenbeschäftigungsprogramm. Der Artikel ist vom 20.06. Zwar ist die allgemeine Corona-Allwunderheilmittelpflicht gescheitert, aber seit Mitte März brauchen Beschäftigten in der Pflege Allwunderheilmittelnachweis, sonst droht ihnen die Freistellung. Nur du wirst es langsam ernst, aber in einigen Kreisen wird wohl eher mit der Zeit gespielt. Und dann steht halt dran, dass es Kreise gibt oder Orte, wo eben schon Geldstrafen sogar verhängt wurden für Mitarbeiter, die nicht gepikst sind. Das ist ja ein Bußgeld von 250 Euro. Dann gibt es auch noch andere Kreise, wo eben nur angedroht wurde oder es auch noch gar nichts gab dazu. Und der Landkreispräsident, der tritt auf die Bremse. Und zwar im Landkreis Tübingen von Landrat Joachim Walter wurde bisher noch kein Bußgeld verhängt, sondern Erinnerungsschreiben verschickt. Insgesamt gehen wir mit Bedacht und Augenmaß vor, zumal sich bei uns viele Einrichtungen melden, die uns bitten, kein Betretungsverbot zu verhängen, sagt Walter der dpa-Kliniken. Wir befürchten demnach Personalmangel und dass Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Der CDU-Mann sagte, aus unserer Sicht wäre es an der Zeit, sich einzugestehen, dass es keinen anderen Weg gibt, als die einrichtungsbezogene Allwohnerheimmittelpflicht auszusetzen, bevor der bereits bestehende Pflegenotstand vollends eskaliert. Walter lässt auch das Argument nicht gelten, mit der Allwohnerheimmittelpflicht würden Alte und Kranke geschützt. Da die Corona-Schutz-Allwohnerheimmittelverabreichung zwar schwere Krankheitsverläufe vermeiden hilft, sie bei der aktuellen Virusvariante das Übertragungsrisiko aber nicht wirklich reduziert, ist es politisch durch nichts zu rechtfertigen, dass Beschäftigte des Gesundheits- und Pflegebereiches im Unterschied zu allen anderen Berufsgruppen ein Berufsverbot riskieren, wenn sie sich nicht pieksen lassen. Das gepiekste Personal habe eine noch höhere Arbeitslast zu tragen, was nicht selten zu weiteren Ausfällen führe. Ein echter Teufelskreis, kritisiert Walter. Die Teilallwohnerheimpflicht sei ein reines Behördenbeschäftigungsprogramm ohne erkennbar positiven Auswirkungen auf das pandemische Geschehen. Und da geht es auch noch ein bisschen weiter. Ich kann euch den Artikel gerne unter mein Video packen. Aber ihr seht, es mit der einrichtungsbezogenen Allwohnerheimpflicht klappt halt wirklich nicht so, wie sie sich wahrscheinlich gewünscht, vorgestellt haben. Ich weiß es nicht. Ja, aus dem Grund freue ich mich, dass viele es auch einsehen, dass wir dadurch einen noch krasseren Personalmangel bekommen und das Ganze lieber aussetzen sollten oder am besten einfach ganz streichen sollten aus dem ganzen Kack, der hier noch so läuft. Und ja, ich finde es auf jeden Fall unfassbar interessant. Und irgendeiner hat bei Markus Lanz ja auch gesagt, ich glaube, es war sogar der Strick, dass es ja gar keinen Fremdschutz gibt. Und es ist ja eben auch die Begründung gewesen, dass die einrichtungsbezogene Allwohnerheilmittelpflicht so durchgesetzt werden darf. Der Fremdschutz, weil man ja andere mit dem Allwohnerheimmittel schützt, was ja gar nicht so ist, was ja auch hier gesagt wurde, dass sie eben einem nur selber hilft, dass man eben einen leichteren Verlauf hat. Weil ihr wisst ja, die Gepieksten, wenn sie dann Corona hatten, sagen sie mal, oh, zum Glück war ich gepiekst, sonst wäre ich bestimmt im Krankenhaus gelandet, sonst wäre ich bestimmt gestorben oder sonst irgendwas. Aber dafür gibt es ja auch keine Studien, da habe ich auch was Gutes von der Bild gesehen. Da hat der Stör auch gesagt, ja, da gibt es keine Studien und das ist ja alles auch mit Geld verbunden und keine Ahnung was. Ja, natürlich. Ist ja klar, die reden sich ja eh immer aus allem ganz schön raus. Dann haben wir hier noch einen Artikel vom Fokus und zwar Justizhammer, Drohbescheide des Gesundheitsamtes an ungepiekste Pfleger rechtswidrig. Das ist noch ein Artikel vom 16.06. Der Schleswig-Holsteiner Verwaltungs Gericht hat eine bundesweit bedeutsame Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Allwohnerheimpflicht gefällt. Demnach ist das bisherige Vorgehen der Gesundheitsämter rechtswidrig, von Pflegern und Krankenschwestern Allwohnerheimnachweise zu fordern und Bußgelder anzudrohen. Fokus Online erklärt, was die Richter bemängeln und welche Folgen dieser Beschluss nun hat. Auch sehr, sehr interessant. Ich packe euch den Artikel auch gerne unter mein Video. Dann könnt ihr ihn euch einfach mal in Ruhe durchlesen.
Und dann hat ja unser Gesundheitsminister so ein bisschen wieder einen rausgehauen bei der Bundespressekonferenz. Denn es geht ihm mal wieder um die Lappen. Er meint, man sollte sie weiterhin natürlich tragen und das freiwillige Lappentragen in Innenräumen sollte zur Normalität werden. Ja, ich finde schon allein der Satz hört sich einfach nur falsch an. Und das Ganze sollte natürlich jeder für sich entscheiden. Aber die Daten, die geben es zum jetzigen Zeitpunkt nicht her, dass man das verpflichtend machen kann. Also die Daten geben es gar nicht her, aber man soll trotzdem den Lappen tragen, obwohl es gar keine wirkliche Begründung für das gibt, was man dann tut, indem man den Lappen trägt. Aber das Lappentragen in Innenräumen sollte zur Normalität werden. Aber eigentlich geben seit die Daten gar nicht her. Ja, das ist wieder eindeutig Showmasters, komplette Logik, die kein Mensch versteht, außer er. Absolut, macht wieder komplett Sinn. Dann habe ich einen Artikel von Wochenblick.at mit der Überschrift: Jetzt drohen Strafen bis 14.000 Euro, Haftungshammer, Gesundheitsminister bestätigt Ärzte bei Alvonheimel-Schäden verantwortlich. Das geht wieder hier um Österreich. Der Artikel ist vom 22. Juni. Eine parlamentarische Anfrage des ambitionierten FPÖ-Abgeordneten Mack Gerald Hauser bringt den grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch gehörig in Bedrängnis. Doch der Aufschlag am harten Boden der Realität wird vor allem den Teil der Ärzteschaft treffen, der den evidenzlosen Beteuerungen aus dem Ministerium blauäugig Glauben schenkte, dass die Corona-Präparate sicher wären. In den 10 Seiten langen Beantwortung der Fragen zur Haftung bei den Covid-Allwunderheilmittelverabreichungen wird klar, Rauch bekommt es offenbar mit der Angst zu tun und putzt sich an den Allwunderheilmittelärzten ab. Diese müssten ihrer Informationspflicht nachkommen. Ansonsten drohen bei wiederholter Missachtung horrende Strafen bis zu 14.000 Euro. Und auch den Artikel packe ich euch gerne unter meinem Video. Lest ihn euch einfach mal durch. Dann haben wir noch einen Artikel von Wochenblick.at, auch noch vom 22. Juni. Experten widersprechen dem Gesundheitsminister wegen Falschbehauptungen. Top-Virologe fordert Approbationsentzug für unseren Showmaster. Das, was vielen Kritikern widerfahren ist, also gerade dieser Approbationsentzug wird endlich mal für unseren Showmaster gefordert. Nicht zum ersten Mal, diesmal aber in besonders drastischer Weise hat Virologe Klaus Stöhr die Inkompetenz und permanente Panikmache von unserem Showmaster kritisiert. In der Bild-TV-Talkshow Die richtigen Fragen holte Stöhr, der auch dem Corona-Expertenrat der Obersten angehört, am Sonntag zu einem regelrechten Rundumschlag gegen unseren Showmaster aus. Noch den Artikel packe ich euch gerne unter mein Video. Dann hat ja der Tierarzt, unser Wieler, ein bisschen die Wahrheit gesagt, denn er hat gemeint, egal ob es das Virus gibt oder nicht, haben viel gelernt, wie wir unsere Gesellschaft führen können. Jetzt nur ein Ausschnitt davon. Aber schon allein der Satz, ob es das Virus gibt oder nicht. Also ich sag ja, ein klein bisschen Wahrheit schadet nie. Und manchmal rutscht halt schon so ein bisschen was raus, wenn man halt unüberlegt handelt. Und das auch noch im Fernsehen. Bei Phoenix persönlich. Ob es das Virus gibt oder nicht. Dann habe ich hier einen Artikel von Report 24 mit der Überschrift: BioNTech-Chef Ugur Sahin fordert für weitere Allwunderheilmittel auf Verzicht klinischer Studien. Auch noch ein Artikel vom 22. Juni, der mit seinem Unternehmen an der Adresse in Mainz an der Goldgrube 12 residierende Multimilliardär Ugur Sahin verkündet in einem Zeitungsinterview, dass man bei künftigen Änderungen an seinen Allwunderheilmitteln auf Studien am Menschen verzichten solle. Warum denn nicht? Wir haben ja schon hier eine große Studie laufen sowieso. Da kann man nämlich auch auf die klinischen Studien kacken. Weil für was brauchen wir die überhaupt noch? Alles langweilig, alles Zeitverschwendung. Wir hauen einfach raus und pieksen einfach mit seinen Allwunderheilmitteln die Leute. Da wird schon nichts passieren. Es gibt doch keine Nebenwirkungen. Ich packe euch den Artikel auch gerne unter meinem Video. Dann haben wir einen Artikel von NTV und zwar wieder zurück am Anfang. Testen Lappen Allwunderheilmittel. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen drängen den Bund angesichts einer drohenden Corona-Welle im Herbst. Aber ihr wisst ja, es gibt auch eine Sommerwelle. Schnell die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen. Die Ampel müsse noch vor der Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegen, heißt es einem Beschlussentwurf der 4 Länder für die Konferenz der Gesundheitsminister in dieser Woche. Dies sei nötig, um auf einen Anstieg der Infektionen im Herbst mit geeigneten Gegenmaßnahmen reagieren zu können. Dazu zählen insbesondere Lappenpflicht in Innenräumen, 3G, 2G-Zugangsregeln, Testpflicht, Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen, heißt es im Vorschlag der 4 Länder. Absolut. Alles Maßnahmen, die natürlich richtig gut zum Infektionsgeschehen beigetragen haben, die sehr, sehr effektiv waren, ja, von denen wir ganz viele Studien haben, wie effektiv das Ganze war. Genau, auf jeden Fall Lappenpflicht, 3G, 2G, Testpflicht, Personenobegrenzung, Kontaktbeschränkung, ja, alles, was einfach effektiv war, kommt natürlich wieder im Herbst. Ich sag ja, die bereiten sich schon lange drauf vor. Es wird natürlich jetzt immer akuter. Ich meine, die Herbstwelle, die rollt schon auf uns zu. Man sieht sie im Horizont kommen, sie ist so groß. Und obwohl wir doch jetzt so weit
bereit sind, schon mit so viel Allwunderheilmittel voll gepumpt in unserem Körper, machen wir natürlich weiter. Und alle müssen wieder mitmachen, egal ob 3 Allwunderheilmittel, 4 Allwunderheilmittel oder dann im Herbst das 5. Allwunderheilmittel. Wir tun einfach so, als wären wir immer noch auf dem Stand von 2020. Sowieso, ich meine, es ist ja auch ein Virus, der immer wieder kommt, mit dem sie uns jetzt jedes Jahr aufs Neue beschäftigen können. Deswegen, warum soll man aufhören, wenn es doch so schön ist? Nicht wie eigentlich der Spruch geht, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Nein, natürlich machen wir schön weiter. Dann habe ich hier auch was Gutes. Wenn man nach einer vollständigen Allwunderheilmittelverabreichung immer noch eine Auffrischung braucht und nach einer vollständigen Allwunderheilmittelverabreichung immer noch getestet werden muss und nach einer vollständigen Allwunderheilmittelverabreichung noch Maske tragen muss und nach einer vollständigen Allwunderheilmittelverabreichung immer noch an Corona erkranken kann und nach einer vollständigen Allwunderheilmittelverabreichung immer noch mit einem schweren Verlauf ins Krankenhaus eingeliefert werden kann, dann ist es endlich an der Zeit, sich einzugestehen, dass man schlichtweg verarscht wurde. Und es sollten sich viele mal hinter ihre Ohren schreiben. Es ist einfach so, auch wenn jetzt viele sagen würden, das ist Geschwurbel im höchsten Niveau. Nein, es ist Tatsache zu 100% die Wahrheit. Dann haben wir einen Artikel von unserem Reitschuster.de mit der Überschrift: Unfassbar, unser Showmaster hetzt gegen ungepikstes Pflegepersonal mit unglaublicher Gestik. Was sich der Minister jetzt wieder erlaubte, hätten in der alten Bundesrepublik für mehrere Rücktritte gereicht. Heutzutage darf man als Regierungsmitglied hetzen und spalten, wie es einem beliebt. Das wird natürlich auch an die Gesellschaft weitergegeben und deswegen leben wir auch in so einer absolut ekelhaften Gesellschaft. Ich packe euch den Artikel gerne unter mein Video. Dann ein nächster Artikel von Reitschuss.de, warum die Sommerwelle für Experten keine Überraschung ist. Immunologen sehen Nachholeffekt bei praktisch allen Atemwegserkrankungen. Während unser Showmaster angesichts steigender Corona-Inzidenz im Panikmodus verharrt, ist die Sommerwelle für Experten weder Überraschung noch Grund zur Sorge. Auch Grippe und RSV-Infektionen nehmen derzeit rasant zu. Die Sommerwelle, die rollt jetzt auf uns zu, ist ja klar. Die Leute sollen ja auch nicht in Urlaub gehen. Die sollen schön zu Hause bleiben, ja, stay at home weiterhin. Nicht ins Freibad gehen, gar nichts. Jetzt wartet mal ab, was uns noch dann im August so blüht. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch lange Zeit Ruhe. Das langt ja dann auch wieder. Kleine Leckerlis, das langt schon. Und die Menschen sind happy. Wir sehen es auch mit den Spritpreisen. Was für eine absolute Verarsche war das ganze Thema wieder. Von wegen, die gehen runter. Der Stand ist immer gleich geblieben. Da war mal eine kurze Schwankung drin, wo man gedacht hat, es könnte in eine richtige Richtung gehen. Aber das Ganze hat sich schon wieder erledigt und man sieht, die Menschen machen einfach gar nichts dagegen. Also das ist so ruhig, es kommt kein Widerstand von der Bevölkerung. Was soll man dazu auch noch sagen? Dann haben wir noch einen Artikel von Reitschuss.de und zwar: MSN löscht Beitrag über leichtere Covid-Verläufe bei ungepiksten. Maßnahmenverfechter wollten Studie löschen, ging aber nur stümperhaft vor. Was nicht ins Bild der Obersten passt, wird gerne eliminiert. Blamabel nur, wenn Studien, die die offizielle Agenda konterkarieren, weiterhin im Internet zu finden sind. Auch wieder sehr interessant, ihr wisst ja, alles, was nicht konform ist, kommt weg oder muss sofort weg, eliminiert werden. Ich packe euch den Artikel auch gerne unter mein Video. Dann haben wir nochmal was. FDA-Daten belegen geringe Allwunderheilmittel-Effektivität bei Kindern. Risiko von schweren Verläufen wird durch BioNTech Allwunderheilmittel sogar erhöht. Trotz mangelhafter Allwunderheilmittel-Effektivität und einem erhöhten Risiko für schwere Verläufe dürften Kinder unter 5 in den USA mit BioNTech gepikst werden. Die Daten stammen aus der offiziellen Zulassungsstudie der FDA. Einfach nur zum Kotzen, wie ich immer sage. Hände weg von unseren Kindern. Die Erwachsenen können selber entscheiden, die Kinder leider nicht. Die sind ihren Eltern ausgesetzt und der Artikel ist auch von reizlos.de und den packe ich euch auch unter mein Video. Dann natürlich immer noch das Thema mit dem Frieren, mit diesem gesetzlich verordnetes Frieren und was die da vorhaben. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Ich bin mal gespannt, was uns da im Winter erwartet. Dann haben wir noch einen Artikel von reizlos.de: Sektorale Allwunderheilmittelpflicht in der Pflege bröckelt weiter. Nach Mittelsachsen verzichtet auch NRW auf Beschäftigungsverbot. Die Mitarbeiter in Pflegeheimen, Krankenhäusern waren die gefeierten Helden. Nachdem der Applaus verhallt war, kam die einrichtungsbezogene Allwunderheilmittelpflicht. Beispiele aus Sachsen, NRW legen die Logikfehler dieses Gesetzes schonungslos offen. Ihr seht, es bröckelt langsam, aber es bröckelt. Und ich finde auch, wenn man Bild anguckt, wenn die da immer ihre Talkrunden machen, die laden zumindest auch die andere Seite ein und nicht nur die eine Seite, was ich ihnen hoch anrechnen kann, weil das ja in der ganzen Zeit gefehlt hat. Und da kommen echt einige gute Beiträge dazu. Und auch den Artikel packe ich euch gerne unter mein Video. Dann haben wir noch ein Thema von reitschuss.de: Allwunderheilmittel-Nebenwirkungen, Nesselsucht, für das Paul-Ehrlich-Institut kein Thema. Hilfsbedürftige Betroffene stoßen auf Unverständnis. Jeder 100. Gepikste muss mit einer neuen Nesselsucht mit einem jahrelangen Verlauf rechnen. Obersten und Behörden versuchen, das zu vertuschen. Habe ich auch schon ganz oft gehört von Menschen in meinem Umkreis, die sie haben auch pieksen lassen, dieses Thema Nesselsucht. Also es ergeht wirklich sehr, sehr vielen Menschen so. Und ja, wie mit allem, hört man auch da nicht hin. Ihr wisst ja, das stand auch in der Kritik, dass eben die Nebenwirkungen gar nicht anerkannt werden, man einfach wegschaut und den Betroffenen gar nicht geholfen wird. Das hat unser Showmaster auch gesagt am Anfang. Es gibt keine Nebenwirkungen. Und das ist halt auch was, wo die jetzt kritisieren, wie kann man sowas sagen? Haben wir schon die ganze Zeit gesagt, aber
macht ja nichts. Ich packe euch den Artikel auch gerne unter mein Video. Dann nochmal was, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe. Von Reitschuss kommt jetzt der Hammer. Lappenpflicht von Oktober bis Ostern. Die Obersten diskutieren entsprechende Pläne. Während in den meisten Ländern Corona und Lappen vergessen sind, wollen die Obersten jetzt offenbar noch einen oben draufsetzen und basteln an unglaublichen Plänen. Ja, das ist quasi wie die Winterreifen, die man ja auch von O bis O drauf haben soll. So soll man auch den Lappen auf seinem Gesicht von O bis O haben. Den Artikel packe ich euch auch gerne unter mein Video. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es soll gesetzlich kommen. Also das ist auch unabhängig von Corona, einfach den Lappen von O bis O, weil das halt die gefährlichste Zeit im Jahr ist, in der man sich schützen muss, in der jeder sich verpflichtend schützen muss. Nicht freiwillig, sondern natürlich von denen da oben gesteuert. Ja, und auch der Bernhard Brink ist ja bei einem Auftritt ordentlich ausgerastet. Mit seiner großen Wut auf unseren Showmaster wurde natürlich offiziell nicht gezeigt, aber es gibt Videos davon. Das Video findet ihr auch in meinem Telegram-Kanal. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Dieser Typ ja sowieso, also da sind wirklich alle Leitungen durchgebrannt, die es da irgendwo gab, wenn es da überhaupt mal irgendwas gab da oben. Und ansonsten machen sie natürlich munter weiter, warnen, machen Panik, erzählen wieder, was uns erwartet, damit wir uns schon mal seelisch, körperlich und psychisch drauf einstellen können. Ja, es wurde sogar schon wieder über Schulschließungen gesprochen ab Herbst. Lockdown soll es nicht mehr geben. Es soll keine landesweiten Lockdowns mehr geben, aber dafür wieder sowas wie Hotspot-Regeln oder in manchen Gebieten. Ach, ich freue mich schon wieder auf den Herbst oder vielleicht schon auf den Hochsommer. Zum Beispiel im August, im Juli, wer weiß. Ich meine, die Sommerwelle ist natürlich auch wieder auf dem Vormarsch. Wir spüren es alle. Krankenhäuser sind mal wieder überlaufen, wie sie natürlich schon über die ganze Corona-Zeit überlaufen waren. Die Krankenwegen fahren, keiner kommt mehr hinterher. So ist es. So ist es zumindest in der Bubble von denen da oben. Weil in der Welt, in der ich lebe, merke ich gar nichts davon. Aber was soll's, man versucht einfach jetzt alle Besorgungen zu machen, noch vor dem Herbst, die jetzt noch so anstehen, die in Räumen stattfinden, die eben Lappenpflicht gefährdet sind. Die Dinge, die man jetzt machen kann, sollte man einfach jetzt machen und nicht auf den Herbst verschieben. Ganz nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, und so lebe ich zurzeit. Einfach alles abhaken, was ich noch so zu tun habe. Dann einfach wieder abwarten, mit was sie uns im Herbst um die Ecke kommen. Ich meine, die Pläne sind ja schon mal da und die Umsetzung nicht mehr weit. Und damit wäre ich am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin sage ich tschüss.